Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Windrad 2011. Und jetzt viel Spaß beim folgenden Video. Jo, hallo. Heute bin ich mal an keiner in der Con. Haha, also diese Flügelspitzen bedeutet. Was? Ja, das bedeutet, die Anlage hat einen Schaden. Haha. Lol, eine Schnecke. Ob die da hochkriechen will? Krass. Die Narbe, die Rotornarbe ist rot. Vorne die Nase drauf und hinten am Maschinenhaus ist es auch rot, lol. Das war ein Bonus, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ich gehe mal in den Schatten der Anlage. Ich zoome noch mal ein bisschen näher. Heute auf dem Weg zu einer ganz besonderen Anlage. Welche das ist, seht ihr gleich. Ha, keine verdrehten Blattspitzen mehr. Sie hat sich gerade wieder richtig gedreht, lol. Aber das hat nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich testet die Anlage gerade, ob sie die noch verstellt kriegt. Ah, die Sonne, verdammt. Ich gehe lieber in den Schatten der Anlage. Das ist er. Nicht so ein langer Schatten, weil die ist ja auch gar nicht so hoch, ne? Eben noch verdreht, jetzt nicht mehr. Komisch. Da drüben steht noch so eine mit einer weißen Narbe. Die rast wie der Geier, wie man so sagt. Ne? Die rast wie, boah. Die hat wahrscheinlich fast Volllast, würde ich schätzen. Die dreht sich gerade hier rüber. Darum sieht man es kaum. Na, Bremerhaven, ne? Heute nicht in Bremerhaven, oh. Seht euch das an. YouTuber, die Anlage startet. Sie versucht es zumindest. Auf einmal. Gerade zeigte sie noch Schaden an, jetzt dreht sie sich. Krass. Ich habe ja gewusst, dass sie starten wird, wenn sie schon die Flügelspitzen richtig stellt. Puh, gar nicht so einfach, die Kamera hochzuhalten. Gar nicht so einfach, Leute. Da seht ihr nochmal die andere. Und ich stehe unter der hier. Ihr seht, sie dreht sich wieder, sie startet. Ja. Irgendwas ist in den Rotorblättern lose, hört sich jedenfalls so an. In einem der Blätter muss irgendwas lose sein. Aber bis die jetzt hier Vollschwung hat, wie die andere da, werde ich jetzt nicht drauf warten. Ich wollte jetzt weiter, ihr habt sie ja jetzt gesehen. Und gesehen, dass sie plötzlich startet. Ich tue sie dann mal weiter zu der, die dahinter der Bäume
Da habt ihr gesehen, ein riesen Rotorblatt. Hinter den Bäumen, achtet mal drauf, da steht sie, die 8 Megawatt. Da. Jetzt. Und nochmal. Seht ihr die kreisenden Flügel da hinter den Bäumen? Da will ich hin. Und da mache ich mich jetzt auf den Weg hin. Die Anlage hat gestartet. Und ja. Hinter 2011 geht dann mal weiter. Der ja eigentlich Enna-Konzern ist. Jetzt nimmt die Anlage Vollfahrt auf. Hörst du richtig? Hat sie doch noch hingekriegt, wo ich bei ihr bin. Jetzt dreht sie so schnell wie die andere. Gut, dann war's das jetzt. Für jetzt ist es gewesen. Bis gleich an der 8 Megawatt Anlage, deren Flügel man hier noch besser sieht. Jetzt. Jetzt. Und jetzt. Seht ihr? Da hinten ist sie. Hinter den Bäumen. Da gehe ich jetzt hin und verabschiede mich von dieser, die hier gerade frisch gestartet ist. Ciao, Leute. Jo, Hallöchen, Leute. Bremerhaven. Ich gehe hier mal rauf. Das heißt, wenn ich hier überhaupt rauf darf. Steht kein Schild von wegen, man darf hier nicht hoch. Also gehe ich mal hoch. Ich stehe jetzt hier auf dem Fundament einer 8 Megawatt. Boah, auf so einem kleinen Turm, hammergeil, auf so einem kleinen Turm so ein Prototyp zu setzen, hammergeil. Der Turm ist verdammt winzig. Was ist das denn? Da gehe ich aber nicht hoch. Da darf ich auch nicht hoch. Mache ich auch nicht. Auf jeden Fall. Da waren wir gerade. Ihr erinnert euch. An der wir waren. Die steht schon wieder still. Sehe ich gerade. Advent 8 Megawatt Prototyp. Einfach geil. Was liegt denn hier? Ich lasse meine Finger davon. Sicher ist sicher. Jetzt. Da war er gerade. Die Spitze des Flügels. Das Fundament ist verdammt hoch. Hier. Verdammt hohes Fundament. Da seht ihr meinen Schatten. Winke. Winke, winke. Mein Schatten hat gerade gewunken. Nein, ich habe gewunken. Aber ist ja klar, dann bewegt sich natürlich auch mein Schatten mit, ja, logisch. Ja, hier stehe ich. Ich bin wohl der erste YouTuber, der jetzt hier direkt an der 8 Megawatt steht. An der Anlage. Ich habe noch keinen bei YouTube gesehen, der so nah davor stand, wie ich es jetzt tue. Ich gehe jetzt einmal wieder die Treppe runter von dem Fundament. Gleich zeige ich es euch wieder. Ja, bin wieder da. Da seht ihr's.
Fundament ist so hoch, oben drauf eine Advent. Die dreht sich gar nicht mal so schnell, überhaupt nicht. Super schnell ist das gerade nicht. Ja, das, was das ist, weiß ich nicht. Sieht aus wie für ein Windrad oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, aber auch Windradteile habe ich hier schon liegen sehen. Da hinten. Ein kleiner Windradschrottplatz. Da liegen Rotorblätter etc. von kleineren Anlagen. Aber der Turm von dieser 8 Megawatt Anlage ist verdammt klein. Ich zoome noch mal ein bisschen zurück. So, wieder da. Hier direkt an der 8 Megawatt. Meine Hand ist ganz schwer. Da muss mal gerade meine Hand etwas ablockern hier. Der Turm und die Leistung 8 Megawatt ziemlich magisch an, so ein bisschen. Als auf so einem kleinen Turm so ein Riesenteil drauf, wieder mal wie in Midlum, vergleichbar mit den E40. Die E40, da sind nur 12 Meter Luft bis zur Flügelspitze vom Boden. Hier sind es deutlich, ich glaube, 20 Meter oder was. Aber naja, ihr seht ja hier, wie sich das Teil dreht. Immer wenn der Flügel vorbeihuscht, dann macht es. Immer wenn der Flügel vorbeihuscht, dann hörst du richtig ein. Dann hörst du das richtig. Obwohl die Anlage auch gar nicht so schnell ist. Sehr komisch, aber naja, liegt wohl an der Länge der Rotorblätter hier. Ich bin wohl der erste YouTuber, der das hier gesehen hat. So nah, meine ich, so nah. Als New York Tobi hier in der Ecke war, da war er ja nicht an der Advent, wie ich es jetzt bin. Da seht ihr nochmal den enormen Schattenwurf der Advent. Ja. Ich kann ja gleich nochmal aus einer anderen Sichtperspektive die Anlage filmen. Ich bin hier nämlich irgendwo reingekommen, wo ein offenes Tor war. Nicht, dass das Tor gleich zu ist. Ich gehe mal ein bisschen weiter von der Anlage jetzt weg. Hört ihr das? Jetzt rauscht die richtig. Ja, der Wind, der rauscht auch, ne? Dann stelle ich mich hier hinter den Busch. Hört ihr das? Wumm. 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 Ja, die wummt ganz schön. Das hörst du richtig. Wie der Wind um den Flügel rauscht. Und daher hörst du das. Es liegt nicht an der Anlage, es liegt einfach am Wind. Einfach nur geil, 8 Megawatt. Jo, ich 15:03 haben wir's. Ich glaube, ich sollte mal weiter. Jo, dann gehe ich jetzt auch weiter. Ciao, ciao. Jo, nochmal. Die Advent aus einer anderen Perspektive. Ich musste leider von dem Privatgelände darunter. Die steht leider auf Privatgelände, zu schade. Aber ich bin ja Gott sei Dank vorher nochmal da gewesen. Ja, Leute. Musste gerade die Kamera hoch machen, da kam ein Fahrradfahrer an mir vorbei. Hauptsache man sieht sie nicht. Deswegen,
Die steht da leider auf Privatgelände, hat mir dort jemand gesagt, der auch auf dem Gelände ist. Da fragte mich jemand, sorry, sind Sie hier Mieter? Ich sag, nee, wieso? Da sagt er, dann bitte ich Sie, das Gelände sofort zu verlassen. Ich sag, wieso denn das? Ich war doch nur bei dem Windrad, ich tu doch gar nichts. Da sagt er, ja, aber trotzdem, hier fahren die Idioten, fahren hier mit über 200 km/h oder was durch, etc. Und die Polizei ist auch schon hinterher und ja, ich sag, Polizei, also heute sage ich, habe ich sie noch nicht gesehen. Da sagt er zu mir, nee, jetzt gerade scheinbar weniger, aber ich sag dir, die lauern hier irgendwo. Und deswegen, ich sag, okay, das wusste ich nicht. Ja, und von daher, ja, und dann musste ich natürlich erstmal irgendwie von dem Gelände runter, bevor nachher mein Schlupfloch geschlossen wird. Das befindet sich nämlich da vorne. Die Sonne ist offen, komischerweise. Aber gut, so, dann bin ich wenigstens an die Adwen gekommen. Ja, und ihr seht, die hat sich gerade ein bisschen von der Windrichtung geändert. Jetzt kann man die Ausschrift richtig lesen von hier. Okay, auf der Kamera könnte es etwas blenden, aber naja. Da könnte die Ausschrift auf dem Maschinenhaus sehen. Wir sind hier bei dem Fraunhofer, was auch immer das für eine Firma ist. Da scheint der Betreiber der Adwen zu sein. Steht nämlich direkt unter Adwen steht Fraunhofer. Ja. Ne? Eine Fraunhofer-Anlage hier, die Adwen. Und ja, hoffe, euch hat die Adwen gefallen. Jetzt muss ich aber wieder zum Bahnhof zurück. Mit etwas Glück schaffe ich ja heute noch die Areva Multibird in Bremerhaven-Leerl. Mit Fahrrad wäre es jetzt über eine Stunde Fahrzeit und deswegen werde ich da jetzt zur Bahn zurückfahren, zum Bahnhof und mich einen weiterfahren lassen. Ich kann ja alle Züge nehmen, außer die weißen, also den Fernverkehr, den darf ich nicht nehmen. Bah, ist hier immer Autos langfahren, ey, Mann. Ja, und von daher, die weißen Züge sind tabu. Die roten Züge sind vollkommen perfekt, die nehme ich. Ja, und ich muss jetzt halt noch eine Haltestelle weiter nach Bremerhaven-Lehe, wenn ich es heute noch schaffen will. Jetzt muss ich erstmal zur Bahn, zum Bahnhof zurück da und mir dann eine Verbindung raussuchen. Ja, hoffe, euch hat's gefallen, dass ich unter der Adwen stand, die da auf Privatgelände steht. Gott sei Dank habe ich sie noch filmen können. Ja. Na. Sorry, tut mir leid, dass die mich da weggejagt haben. Aber naja, was willst du machen? Oh, die ändert schon wieder ihre Windrichtung. Die geht jetzt weiter nach links. Ja, von daher. Na. Jo, hoffe euch hat's gefallen. Daumen nach oben nicht vergessen. Vielleicht schaffe ich es noch zu den Multibirds. Der Turm, der lockt mich nämlich auch ein bisschen an. Die stehen da auf dreibeiniger Konstruktion. Ey, das muss man gesehen haben. Richtig geil. Und ja, ne? Da fahre ich wieder zu der E101 und fahre dann da geradeaus weiter und fahre dann am Ende der Straße nach links und hoffe, dass ich sie dann antreffe. Multibird von Areva und auf dreibeiniger Konstruktion. New York Tobi war da ja auch schon und jetzt guck ich mal, dass ich da hinkomme. Sollte es in diesem Video doch nicht mehr der Fall sein, dann müssen wir auf nächstes Jahr warten, denn morgen stehen Regenfälle an. Ich kann die nächsten Tage keine Radtour mehr machen, weil, naja, das Wetter ändert sich. Zu schade, aber heute ist das Wetter nochmal perfekt, darum habe ich es gemacht. Und ja. Yo man, ich hab's geschafft. Ich bin bei der Areva Multibird. Leute,
Diese dreibeinige Konstruktion steht normalerweise unter Wasser. Ist eine Testanlage hier, die natürlich nichts zu suchen hat hier. Hier hätte Enercon was zu suchen. Ja, und von daher, hinter mir ist gerade eine Reisegruppe. Mir hat jemand gesagt, der käme aus Österreich, verdammt weit entfernt von hier. Wir sind hier in Norddeutschland, ne? Ja, wir sind hier in Bremerhaven eben. Und jetzt bin ich hier. Komisch, die steht still, aber egal. Das ist echt der Wahnsinn. Das, was wir hier sehen, stände normalerweise unter Wasser, ja. Also, das ist der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Drüben steht noch eine, aber ohne die dreibeinige Konstruktion. Ja. Die hier hat diese dreibeinige Konstruktion. Es ist die M0001. -002 ist das hier. Es war wohl sogar der Prototyp damit gemeint. Ja. Verdammt hoch das Teil. Naja, was heißt verdammt hoch? Stellt euch mal vor, hier wäre Wasser. Ja. Dann wäre ich jetzt unter Wasser. Ja, weil diese Konstruktion halt unter Wasser steht. Zum Beispiel 45 Kilometer vor Borkum. In der Nordsee, Alpha Ventus, E115, E101, ja, das ist echt der Hammer, Leute. Hinra 2011 steht jetzt hier unter dieser Areva Multibird, weiter rein komme ich leider nicht, aber, naja, ich zoome mal gerade ein bisschen näher ran, da stehen übrigens diese Siemens. Alter Mist, ey. Ja, da stehen die Siemens. Und ja, noch so eine stillstehende. Die Repower, bei der wir schon mal waren, da, die steht auch still. Ja, und eine Semignon oder Repower, was das da ist. Ich glaube eher eine Semignon da vorne, die sich da dreht. Das, ja, steht halt da noch eine, ne? Da oben sehen wir E101 und hier. Jo. Stadtwerke Bochum sind auch ein Betreiber dieser Anlage hier. Ja, ich werde mal eben näher ranzoomen, dann können wir auch die andere noch sehen. So. Jetzt müsste ich das sehen. Was das da für eine Bühne da oben ist, weiß ich nicht. Könnte sein, dass die Anlage begehbar ist oder was und man dann da oben stehen kann. Hoppla, sorry. Und man dann da oben stehen kann. Ich weiß es nicht auswendig. Aber naja, New York Tobi war auch schon mal hier an dieser dreibeinigen. Ja, New York Tobi war hier und Windrad 2011 war jetzt auch hier. Da seht ihr sie. E115. Wahrscheinlich auf 149 Meter Nabenhöhe. Eine der Lieblingsanlagen von, komm grad nicht drauf, warte kurz, Tails 21, genau, jetzt habe ich's wieder. Eine der Lieblingsanlagen von Tails 21 steht hier, die E115, ich grüße ihn in dem Fall jetzt mal. Ja, dann grüße ich natürlich noch ich komme gerade auf den Namen nicht. Moment mal kurz. So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Dann grüße ich halt auch noch den Windrad-Profile, wenn er sich gerade das Video anschaut.
Dann noch den Windykraft HD. New York Tobi, grüße ich hier ebenfalls. Der war ja schon mal hier. Der wird wissen, wo Winter 2011 hier rumsteht. Ja, Grüße gehen raus an euch jetzt mal. Na, von daher, ne? Ja, jetzt ist der Reisebus wieder weg, der eben noch hier stand. Und ich überlege mal, vielleicht schaffe ich es jetzt noch nach Mittlum. E40, wisst ihr ja, wahrscheinlich schaffe ich es noch, die zu sehen, wie die Leuchten anspringen. Aber versprechen kann ich es nicht, ja. Es liegt jetzt an der Zeit, liegt es am Stand der Sonne, wie schnell das geht, etc. Das erste, Winter 2011, muss jetzt auch erstmal wieder zum Bahnhof zurück. Das kostet auch Zeit. Dann geht auch die Zeit immer weiter. Wir haben noch keine 18 Uhr. Ich glaube, wir haben es noch nicht mal 17 Uhr. Wartet mal. Ich gehe mal eben gucken. Doch, wir haben schon 17.32 Uhr laut meinem Tacho. Habe ich heute Morgen extra noch richtig gestellt, die Uhr, die ging um 10 Minuten fast schon wieder falsch. Habe die richtig gestellt, die geht also gerade richtig. Von daher, es wird gleich dunkel. Ich würde mal sagen, ich gehe dann mal von dieser Areva Multibird weg. Und ja, mit etwas Glück, versprechen kann ich es nicht, wie schon gesagt. Aber mit etwas Glück sehen wir uns gleich wieder an einer E40 Mittlum, nur 32 Meter Nabenhöhe. Der Turm ist ja sowas von winzig, Alter. Ja, und mit etwas Glück leuchtet die dann. Grüße gehen raus an Lebro, den YouTuber aus Osnabrück, irgendwo aus der Ecke. Der möchte ja schließlich gerne mal sehen, hat er geschrieben, wie diese E40 ihre Warnbefeuerung anschmeißt. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn ich da ankomme, ob die dann auch gleich an ist. Damit die Zeit noch ein bisschen schneller geht, werde ich mir vorher jetzt noch was essen gehen hier. In einem Restaurant, wie zum Beispiel, sind jetzt nur Beispiele, Mc's oder Burger King oder was. Mal gucken, wo ich hingehe, ne? Und, ja. Na, mal sehen, wo ich hingehe. Und von da gehe ich dann zum Bahnhof. Dann nehme ich die Bahn in Richtung Cuxhaven. Und steige bei Dorum wieder aus. Bei Dorum. Und von da ist es ja dann rund eine halbe Stunde zu E40. Und ja, diese fetten Rohre hier an der Seite, da stecken die Halterohre drin. Das heißt, die Rohre, die das Windrad quasi festhalten sollen unter Wasser, ne, damit es nicht umfällt. Da stecken diese Halterohre drinne, hier in diesen Seitenrohren, ne, unter Wasser. Das ist das Unterwasserfundament quasi, wie wir sehen können. Die steht hier schon länger, das Fundament sieht schon älter aus, aber die wurde auf einem richtigen Betonfundament aufgebaut und errichtet. Ja, ne. Da unten, da kann man in die Anlage reingehen, seht ihr vielleicht, da die Wendeltreppe, die da in den Turm hochgeht. Da kann man also reingehen, ja, und ist dann direkt in dieser Turmröhre in der Mitte da. Ja. Ja, von daher, ne, ciao Leute. Wie gesagt, versprechen kann ich nichts, aber mit etwas Glück schaffe ich's noch. Ich mache mich dann mal auf nach Mittlum und besuche nochmal für euch für heute, für meine allerletzte Radtour höchstwahrscheinlich 2019, besuche ich jetzt extra nochmal die E40. Macht's gut, Leute.
falls ich es schaffen sollte. Sollte ich es nicht schaffen, ist das Video an der Stelle beendet. Teilt es mit Familie, Freunde etc. Ha, abonnieren nicht vergessen. Ebenfalls die Abo-Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Vor allem im Dezember geht es richtig los. Jeden Tag ein neues Video. Passt einfach mal auf. Abo-Glocke aktivieren, wie gesagt, sonst kriegt ihr nichts mit. Ja, und von daher, ja, na, von daher, lasst euch mal überraschen, was im Dezember passiert. Anfang des Jahres habe ich es ja auch schon mal angedeutet, beziehungsweise angekündigt, so. Und von daher, na, alle Videos dafür habe ich schon fertig. Ich bin momentan dabei, die zu schneiden, etc. Dabei kann ich mir sogar noch ein paar Monate, ein, zwei Monate Zeit mitlassen, theoretisch, weil Dezember ist ja erst in 3 Monaten dann. Ja, wir haben ja gerade mal Anfang Herbst, sprich September haben wir jetzt und ja, na, schon fast wieder Ende Dezember, September so, schon wieder fast Ende September. Haben wir schon wieder fast Ende und ja, ne? Ciao, Leute.